So, grüß Gott allseits. Jetzt haben wir gerade gehört, dass Vegetarier Arschlöcher sein sollen. Das stimmt nicht ganz, aber Sie könnten unter Umständen ein Problem mit Ihrem Arschloch kriegen, wenn Sie vor lauter Gärung dann Durchfall haben und dann haben Sie wirklich womöglich da mehr damit zu tun, als Ihnen lieb ist. Wir haben 1000 Männern und schauen Sie mal, was diese 1000 Männer am meisten stört. Genau das, was uns krank macht. Ja, Übergewicht. Ja, 48% haben Probleme im Übergewicht. Schlechte Kondition. Ja, zu wenig Muskeln. Körperhaltung ist schlecht. Schlechte Haut. Wenn die Geheimratsecken stören, der ist eitel. Ja. Wer zu viel Körperbehaarung hat, könnte entweder was dazu tun oder dazu stehen. Graue Haare finde ich sogar eher ein Zeichen von Weisheit, da hätte ich nichts dagegen. Falten sind beim Mann auch eher noch ein Zeichen von Kernigkeit. Ja. Aber rundum zufrieden waren nur 15% der Männer. Kein Wunder, dass die alle impotent sind. Ja. Weil wenn ich mich selber nicht mag und an meinem Körper zweifle, dann geht halt einfach nichts mehr. Ja. Also Sie haben ja gehört, bei der Wirtschaftskrise, die ganzen Börsianer sind plötzlich impotent geworden, weil sie ihr Selbstvertrauen verloren haben.